Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag von der Quiztour Liga 2020. Genau, es wird auch wieder zwei Videos geben. Im zweiten Video zeige ich euch dann am Ende die Tabelle. Wir haben folgende Partien am Start: Glaube an Religion gegen Macht und Geld, Kunst und Kultur gegen Comics, Zeugen der Zeit gegen TV-Serien, Kinofilme gegen Im Labor, Draußen im Grünen gegen Bücher und Wörter, Rund um die Welt gegen Essen und Trinken, Körper und Geist gegen Wunder der Technik, Musik und Hits gegen Sport und Freizeit und Medien und Unterhaltung gegen Computerspiele. Genauso sieht's auf jeden Fall aus und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit der ersten Kategorie. Ich darf auf jeden Fall schon mal auswählen. Mal schauen, was wir hier gleich zu Beginn so haben. Wir hätten zur Auswahl Zeugen der Zeit, Glauben an Religion oder Kinofilme. Und ich würde mal sagen, wir nehmen zuerst die Kinofilme. Das abschließende Zitat aus Forrest Gump 1994 lautet: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt, oder? Das ist die richtige Antwort. Welche Produktionsfirma steht hinter den Alien-Filmen? Das war 20 Century Fox, okay. In welchem Film kommt der Charakter Captain Jack Sparrow vor? Avatar, nein, Fluch der Karibik und somit nur eine Frage richtig bei den Kinofilmen. Als nächstes geht es jetzt weiter mit Draußen im Grünen. Wie nennt man eine ringförmige Anordnung von Pilzen, zum Beispiel auf einer Wiese? Das ist der Hexenring. Wie nennt man diese Abdrücke vergangenen Lebens der Erdgeschichte? Das ist ein Fossil. Auch die Frage einfach. Und was ist der Schwiegermuttersessel? Pilz vielleicht, würde ich mal sagen. Nein, tatsächlich ein Kaktus. Zwei richtige. Kann sich sehen lassen bei draußen können. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Körper und Geist. Die spielen heute gegen Wunder der Technik. Angina pectoris tritt auf, wenn die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels zu niedrig ist. Was ist ein Symptom dafür? Vielleicht ein Schmerz in der Brust und das ist die richtige Antwort. Was sind die Tafeln von Chartres? Stirnhöcker, nein, Meditationshilfe, okay. Worunter ist ein Prolapsus nuclei pulposi besser bekannt? Ich gehe mal auf Krümmung der Wirbelsäule und das ist falsch, es ist ein Bandscheibenvorfall tatsächlich und auch bei Körper und Geist zumindest eine Frage richtig beantwortet. Jetzt geht es also weiter mit Rund um die Welt. Treffen auf Essen und Trinken im Topspiel hier an diesem dritten Spieltag. Welches Land wird aufgrund der Einwohnerzahl oft als größte Demokratie der Welt bezeichnet? Kann eigentlich nur China sein. Ist es nicht, es ist Indien tatsächlich. Was ist auf der Flagge von Wales? Das ist ein Drache. Da bin ich mir zu 100% sicher. Was ist der Gorki Park in Moskau? Ein Theaterpark, nein, ein Vergnügungspark tatsächlich. Und auch hier bei Rund um die Welt nur eine Frage richtig. Ist zu wenig auf jeden Fall. Wir nehmen als nächstes Bücher und Wörter. Dann haben wir das erste Duell schon mal abgeschlossen. Welches der folgenden Bücher ist kein Werk von Sebastian Fitzek? Ja, Sebastian Fitzek kenne ich natürlich. Die Therapie ist auf jeden Fall ein Buch von ihm. Aber die anderen drei habe ich noch nicht gelesen. Ich habe schon einige gelesen von ihm. Noch einige noch hier. Ich würde sagen, die Chemie des Todes und das ist auch die richtige Antwort. Genau, da stehen sogar noch zwei Bücher von ihm in meinem Buchregal. Noch ungelesen. Und einige habe ich schon von ihm gelesen. Welcher Philosoph lebte lange in einer selbstgebauten Holzhütte im Wald und schrieb dabei das Werk Walden? Tipp mir einfach mal und das ist falsch, die Antwort. Was bedeutet das französische Sprichwort Chest la vie ins Deutsche wörtlich übersetzt? Das Leben ist schön, nein, das ist das Leben und somit ja, verliert Büchermörder mit 1:2 gegen draußen im Grünen. Musik und Hits trifft am dritten Spieltag auf Sport und Freizeit. Mal schauen, was da so geht. Wie heißt ein Song von Christina Stürmer? Ich lebe natürlich. Von welchem Künstler stammen die Lieder Drunk, Lego House und You Need Me, I Don't Need You? Schwierig. Ich gehe mal auf Taylor Swift und es war Ed Sheeran tatsächlich, okay. Ich kenne aber die Lieder alle nicht.
Und wessen Debütalbum trug nicht den Namen des der Künstler? Ich würde sagen Kim Wilde. Und nein, es waren die Pet Shop Boys tatsächlich. Auch bei Musik und Hits nur eine Frage richtig. Ich würde sagen, als nächstes nehmen wir Macht und Geld. Die treffen auf Glaube in Religion. Wie wird der deutsche Aktienindex abgekürzt? Das ist natürlich der DAX. Einfache Frage. Welches der folgenden Länder trat der Eurozone zuletzt bei? Das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen Estland, nein, Litauen tatsächlich. Und mit welcher Währung bezahlt man in Montenegro? Dem Kuno. Ich wollte fast Euro nehmen. Ich wollte fast Euro nehmen, habe mich dann nicht getraut, somit auch bei Macht und Geld nur eine Frage richtig. Als nächstes machen wir weiter mit den Computerspielen. Die treffen auf Medien und Unterhaltung. Wie heißen die Schildkröten im Spiel Super Mario Bros.? Das sind die Koopas. Auch das eine einfache Frage. Wie lautet der Name des Hauptcharakters im Spiel Final Fantasy X? Das war Zidane und das ist auch richtig. Welche beiden Fraktionen treten im Computerspiel Klassiker World of Warcraft gegeneinander an? Allianz gegen Horde, okay, somit zwei richtige bei Computerspielen, das ist ganz gut. Jetzt haben wir also Medien und Unterhaltung. Die brauchen auf jeden Fall zwei richtige, um zum Punkt zu kommen gegen Computerspiele. Wie lautet der richtige Name der TV-Tätowiererin Cat von D? Katharine von Drachenberg, und das ist die richtige Antwort. Wer hat keinen Zwilling? Lars Bender hat einen, das ist nämlich Sven Bender. Es ist Bruce Willis, okay. Ich habe auf Mary Kate Olsen getippt. Welche beiden Länder landeten beim Eurovision Song Contest 2015 mit jeweils 0 Punkten auf dem letzten Platz? Ich würde fast so weit gehen und sagen Österreich und Deutschland. Sollen wir jetzt mal machen? Und das ist sogar richtig, tatsächlich. Ja, weil ich wusste, irgendwann war Deutschland mal ganz hinten. Das war tatsächlich 2015 der Fall. Ich weiß nicht mehr, wer da angetreten ist für die Deutschen, aber somit gibt es zumindest einen Punkt für Medien und Unterhaltung. Jetzt also noch einmal in diesem Video wählen wir die Kategorie, nämlich Zeugen der Zeit. Und dann ist es auch schon wieder zu Ende. Die hässlichen Kategorien gibt es dann natürlich im nächsten Video. Welche Supermacht, die eine wichtige Rolle im Kalten Krieg gespielt hatte, wurde im Jahr 1991 aufgelöst? Das kann eigentlich bloß die Sowjetunion sein. Das ist auch die richtige Antwort. Wer war der einzige unverheiratete Präsident der USA? Franklin Pierce vielleicht? Nein, James Buchanan sagt mir jetzt nichts. Und die Stadt Gladbeck im Ruhrgebiet geriet 1988 in die Schlagzeilen. Wodurch? Das war ein Geiselhammer und somit auch bei Zeugen der Zeit eine richtige Antwort. Und somit war es jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.